Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Zusi 3. Und es ist wieder eine Lavan vs. Lokführer-Folge, denn der Mr. Junkie Play ist wieder dabei. Moin, mir hat das Fahrzeug gleich angepiepst. Ich bin wieder taub. Ich muss ja mal gerade mal ganz kurz schauen, wo waren die Türschalter hier, ne? Ja, ich habe schon Türen offen. Ich bin schon einfach raus. Ich habe jetzt mal falsch rum die Tür noch gemacht, aber das kriege ich ja regelmäßig hin. So, wir können schließen. Und wir können los. Ich hoffe, ich habe die Steuerung noch so, wie sie haben wollte. Ja, passt. Aber es ist Kombihebel, ne? Das ist ein Kombihebel, genau. Sehr schön, dann fahre ich mit dem Mausrad. Er fährt aber noch nicht los. Warum fährst du jetzt noch nicht los, Kollege? Türen sind zu. Oder sind sie offen? Jetzt sind sie zu. Ah, okay. Ja, okay. Sehr schön. Ich fahr los. Du bist wahrscheinlich schon weg, oder? Natürlich! Sehr schön. Das wird ein Spaß. Was haben wir hier eigentlich für ein Signalsystem? HV, ne? Ganz normales HV-Signalsystem, genau. Das kann ich wenigstens ein bisschen. Solange es kein ostdeutscher Quatsch ist oder so. So, die Ebola muss ich mir, habe ich hier rechts natürlich wieder offen. Ihr habt sie ja auch eingeblendet von uns beiden. Die schaltet den Gang ein. Das Ding hat eine Gangschaltung, wie cool ist das denn? Sehr geehrte Fahrgäste, oh, wir machen eine Ansage. Schleswig-Holstein begrüßt Sie ganz herzlich auf dieser Zugfahrt. Du kannst manuell eine Gangschaltung Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächste Station, Witzwort. Bedarf willst du mich verarschen? Was denn? Witzwort. Es gibt eine Ortschaft, die heißt Witzwort. Ja, du musst dir ein schönes Witzwort einfallen. Es gibt auf der Strecke Richtung Berlin eine Ortschaft, die heißt Bergwitz, und da wollte ich mir mal Bergwitz überlegen. Dann fiel mir aber nicht einer ein. Nur zur Info, das ist ein Bedarfshalt-Witzwort. Okay. Das X im Fahrplan heißt Bedarfshalt. Es ist halt die Frage, sollen wir auch Bedarfshalte einfach anhalten und sagen, das Bedarf ist da, oder ratteln wir durch? Ich würde sagen, wir halten, oder? Haben wir ein bisschen mehr Halte-Action. Ja, wie gesagt, mir ist egal, ich halte auch an. Dann lass uns doch mal halten. Nochmal, sag mal, der Bedarf ist da. Ja, der Bedarf ist. Heute ist der Zug voll. Wir haben viel Bedarf im Zug. So, 115 gleich. Alter, sind ja Geschwindigkeitsänderungen hier. 100, die Waldfee. 57, ja. 100, 5, 115, 60, 80. Hui, ist ja alles. Ja, 120. Ja, die Kilometrierung musst du aufpassen. Die hüpft jetzt hier auch mal, ne? Mhm. 154,0 kommt dann 60. 2 Kilometer, ja, kann man ein bisschen holla die Waldfee, holla hüp. Holla hüp. Wo bin ich denn gerade? 107, 3 Kilometer noch, okay. Kriegen wir hin. Ich bin wieder am Schleichen, ich merke das schon. Ich bin gerade voll auf dem Gas. Ich schau gerade, dass ich die 100 kriege. Mit der Möhre hier. Und der 56. Was haben wir gesagt? 648 fahren wir, Baureihe. Lind. Ist das welch Lind 41 ist das, ne? Oder welcher Lind ist das? Weißt du das? Nee, weiß ich gerade nicht. Lind kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist nicht mal ein Steppenpferd. So, ich glaube, es ist Lind 41. Ich glaube, das hat was mit der Länge zu tun, die 41 oder 41 Meter könnte. Der bremst aber gut. So, wo ist die Kilometrierung, sind wir denn jetzt? 155,8. Versuche ja auch nochmal durch. Da können wir noch ein bisschen. Ah, es kommt 60. Yalla, yalla hier. Yalla, yalla. Zeit anholen. Oh. Ich glaube, ich bin gerade in Notbremse gegangen. Nee, oder? Aber nur ganz leicht. Aber nur ganz leicht. Der löst sich wieder zum Glück. Ich war mir nicht sicher. Ich hörte nur, wie er die Bremse voll anlegt und dachte, hier ist ein bisschen viel, glaube ich. Verstehen wir hier Zugfunk Ende kommt. Ach, kein Zugfunk. Ach, wer braucht das schon? Funkloch oder was ist da? Ja, nicht abgedeckt von normalen Zugfunk. Das heißt, da würdest du auf GSM mehr D, also normalen GSM umschalten. Es gibt heute mehrere verschiedene Arten Funk. Darf ich leider nicht genau eingehen, weil es sicherheitsrelevant ist. Aber es gibt verschiedene Arten, da sich zu verständigen. Für
du willst ja nicht genau den Funklevel machen, damit du als Hobbyfunker da mal reinfunken kannst. Ja, das sind mehr Fernsprecher, die sind an der Stelle, an der Strecke dann verbaut. Ja. Oh, BÜ Einschaltkette. Der BÜ, ist der BÜ zu, ist der BÜ offen, man weiß es nicht. Es blinkt nicht, das ist schon mal sehr schlecht. Oh, gerade ins Blinkgang, ich habe mir gerade voll eingeschissen. Der BÜ hat guten Meter vor mir eingeschaltet. Ich so, Alter, der kommt nicht, der BÜ, der kommt nicht. Ich weiß gar nicht, was ich für eine prozentuale Schwierigkeit eingestellt habe. Ich glaube, 1% oder so Chaoswert. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Chaoswert hier von der Strecke. Der blinkt, der BÜ, das heißt, wir dürfen. Ja, hier ist 80. Halle! Atavalle! Da kommt erstmal Witzwort bei 11,8. Na, ein bisschen ist es noch. 5,2 sind wir. Haben wir überhaupt gesagt, welche Strecke wir fahren? Marschbahn. Sieht man vielleicht. Von Husum nach wie heißt es? Irgendwas mit Ording. Bad Sankt Peter Ording? Bad Sankt Peter Ording. Arschbahn. Die Arschbahn, genau. Ich gucke mal kurz auf mein Display. Sankt Peter Ording. Genau. Sankt Peter! Ich dachte, da wäre irgendwie noch ein Bad. Sag mal. Klar, wann? Du fährst 85 in der 80er-Zone. Ne, 90er-Zone. Oh, Pfeiftafel! Was sagst du? Ich bin taub, Pfeiftafel! Wir dürfen pfeifen. Ich liebe diese Tafel. Das befugt, einen Krach zu machen. Und das ist immer schön. Ah, ich auch gerade. Ich glaube, ich habe jetzt aufgeholt, weil ich zu schnell war. So kann man halt auch aufholen. Es gibt Punktabzüge, Endnote. So, ich mag diesen eingleisigen Abschnitt hier gerade. Oh, Pfeiftafel! Ich liebe noch mal Pfeiftafel! Oh! Hier sind die ganzen unbeschränkten Bahnübergänge, ne? Ja, da steht auch ein Benz, ein Mercedes 200. 1, 2, 3 Pferde. Was passiert eigentlich, wenn man nicht pfeift? Fahren dann die Autos einfach weiter? Die bleiben genauso stehen, weil das wird ja auch für Schulungen benutzt. Zusehen ist ja auch witzigerweise, wenn du privat in Zusehen zum Beispiel durch den Zaun fährst, ne? Ja. Mr. Lava, ne? Ja. Da war ja was. Ich glaube, ich bin falsch geleitet. Bumpf! Oh, das passt, glaube ich, nicht. Oberleitung hört auf. Scheiße. Wenn sowas in der Arbeit passiert bei uns, gilt das als psychisch belastender Vorfall. Weil sie offiziell ist, weißt du, aber privat ist es natürlich dann wieder anders. 8-0. Ja, es ist halt gesetzlich so festgelegt. Mhm. Ob das jetzt Sinn macht? Pfeiftafel! Man merkt, ich bin King geblieben. Noch mal eine Pfeiftafel! 8-4. Ich genieße das voll, die Pfeiftafel. Ich genieße die Fahrt hier gleich über so eine eingleisige Strecke. Finde ich cool. Guck mal, Opel. Irgendwo kommt jetzt dann auch ein Brillbock. In H Black. Oh, jetzt hab ich dreimal gepfiffen, ich wollte die Pfeife aufhören lassen, egal. Komm, Brellbock, da brellt's. Hey, weißt du was? 11, weißt 8, was? Wo sind wir denn? Ich würde deinen Witz erzählen, aber da wäre das ja ein Witzwort. Ja, von 80 sollte das auch schon schaffen darunter. Da sitzt eine Möwe oben auf der Kilometrierung. 9,4. Cool. Schönes Detail. Ich hab grad die Möwe gesehen. Lustig wäre, wenn die weggeflogen wären, wenn ich pfiffen hätte, aber ich habe jetzt gerade nicht pfiffen. Guck mal, oh, Möwen! Oh, BÜ. Geben wir jetzt kein BÜ 0, das wäre jetzt, oh Gott sei Dank, der BÜ ist an. Kurze Panik. Was hast, weißt du, was du für eine Wahrscheinlichkeit drin hast bei dir für Chaos? Ich glaube, ich bin bei 80%. 80% Chaos? Ja, ich will ja was erleben. Achso, okay. Ja, gut, dann hast du ein bisschen mehr Herausforderung als ich. Ich glaube, ich bin bei Standardwert oder 1% oder so.
So. Oh, da ist eine La. Guck mal. Da muss ich mal Anzeige fahren. Was kommt denn da? Das ist. Oh, pff, Brems, die Brems. Also seht ihr bei mir, dass nächste die Fahrt, Station, wenn alles normal läuft, und bei dir die Fahrt, wenn Chaos auf der Strecke ist. Die La ist bei dir auch da. Bitte jetzt halte Wunschtaste, hab ich aber noch nicht gesehen. Ja, die 30er La da gleich, ne? 20! 20? Oh, tatsächlich. Jetzt sehe ich es auch. 20 km/h! Über die zwei Bahnübergänge sind wir schon drüber, das heißt, wir müssen einen nicht sichern. Boah, aber 20 ist ja schon heftig. Was für eine Ungestalt des menschlichen Irrsinns ist passiert, dass hier 20 ist. Und hier vorne kommt auch der Bedarfshalt. Oh, da liegt auch 500 Hertz Magnet dauerscharf für die 20er. Abgesichert. Wo kommt denn die an der Anfang der 20er? Ich fahre ja die ganze Zeit noch 40, weil ich jetzt noch nicht auf 20 runter möchte. Ja, die kommt in den Haltepunkt, keine Angst. Da ist die Anfang. Ach, das ist eine Brücke, deswegen 20. Ah, okay. Die sieht schon sehr im Arsch aus. Ja, ich verstehe wieso. 11.8 ist der Halt. Aber die Halt ist noch vor der Brücke, ne? Ja, hinter Scheiße, der Brücke. Jetzt habe ich da eine Wisch gekriegt, glaube ich, wegen dem Anfang. Ja, der 500er hat dich gefickt, wa? Ja, das war richtig, weil ich gerade gedacht habe, ich kann noch ein bisschen hier warten, bis es wieder 20, weil ich nicht jucken wollte. Aber da ist die Brücke. Oh, ich war nicht langsam als 20, das heißt, der BÜ muss ihn nicht sichern. Der BÜ ist noch gesichert. Ich muss gleich den BÜ sichern, eventuell, ne? Hä? Muss ich den BÜ gleich sichern? Ja, du musst den BÜ auf jeden Fall sichern. Wie macht man das? Du fährst Anfang BÜ. Ja. Warte, muss ich mal kurz noch stehen kommen. Du fährst Anfang BÜ. Warte, wie lang bin ich eigentlich? Ach, das reicht locker. Bleibst vom BÜ stehen. Gibst ein Pfeifsignal. Oh, jetzt macht das ein Antrag, warte mal. Ja, gerade so. Witzwort! Auch bei dem BÜ vor dem Halt, ja, ne? Der BÜ ist direkt vor dem Halt. Du fährst hin, bleibst vor dem BÜ stehen. Dann pfeifst du 4 Sekunden lang und dann fährst du in Schrittgeschwindigkeit bis BÜ mit und beschleunigst dann. Ne? Unter Beobachtungsverkehrs. Das Auto steht da eh, also. Hä? Das Auto links steht zum Glück ein Auto. Der Vorteil ist natürlich, wenn ein Auto hier steht, ne? Dann bleiben meistens die Autos dahinter auch stehen. Ja, klar. Oder die fahren drumrum. Das gibt's ja alles im Straßenverkehr. Wenn man sich da so Videos anschaut von, wie heißt es denn? Kennst du eure Videos? Hier, Sascha, ja, früher mal Sascha LKW vernünftig. Obwohl ich von Sascha nicht mehr so viel halte als seine Ansagen, die wo komplett idiotisch waren. Was meinst du? Was habe ich nicht mitgekriegt? Ja, warte mal, ich mach gerade wieder Ansagen. RB 64 nach. Meinst du jetzt, dass das sein Reaction-Video ist? Warte, er macht gerade hier noch seinen Ansatz. Karting, Katharinenherd. Nächste Station. Hablik, bitte abschalten. Wegen seiner Aussagen auch ein paar andere gegenüber anderen Videocreatern, weil die zufällig denselben Clip erwischt haben irgendwo und der die dann wirklich gleich gestreikt hat und ein paar andere Sachen. Ach, das ist ja. Das wusste ich noch nicht. Das ist nicht sehr sympathisch. Nee, Sascha halte nichts mehr. Ich schaue lieber Dashcam Germany und so weiter Kanäle an. Die geben Wesen, das ist auch so ein Punkt, er nimmt ja die Videos und zahlt dafür nichts. Dashcam Germany kriegst zumindest mal einen Gutschein, ein paar Videos und so und so. Du kriegst was zurück. Ach echt, wusste ich gar nicht. Ich finde Sascha ist nicht mehr sympathisch. Das hat er mit Last von vorne aufgreifen, weil klar, es bringt am Geld und so weiter, Patreon und so weiter. Er reitet halt diese YouTube-Sache jetzt voll aus. Natürlich, er hat ja seinen Job jetzt mittlerweile. Er hat ja sein LKW-Fahren aufgegeben. Pfeiftafel! Warum steigen denn im Bedarfshalt 10 Jahre da welche ein? Steck doch mal zu. Es war Bedarf, siehst du, er hat Druck gehabt. Da rechts ist eine grüne Pyramide, what the fuck? Achso, es war ein Dach. Eine grüne Pyramide. Oh, noch eine Pfeiftafel! Steigt dir mal zu oder. Warum brauchen die so ewig? Stehe ich nicht am Bahnhof oder was wegen? Oh, mein Pfeif ist hängen geblieben. Also. Ich stehe doch voll am Bahnhof, oder bin ich jetzt doof? Ja, ich stehe voll am Bahnhof. Knopf von hinten? Da. Die steigen. Ich fahre gleich einfach ab. Mir ist das hier zu blöd, hier 10 Jahre zu warten. Er macht die Tür einfach zu und fahr zu. Ja, mach ich jetzt auch. Weiterfahren. Ding, dong, ding. W-
wenn ich nächste will, Station, Harbleck. Oder habe ich auf falschen Seite aufgemacht? Halt. Nee, war richtig. Bitte mit dem weißen Ding links, wenn links Ausstieg ist. Ja, genau. Keiner. Boah, ich habe mich kurz eingepieselt jetzt wieder. Weil dieser BÜ wieder so spät gekommen ist. Also die BÜs auf der Strecke kommen sehr spät. 15,3. Oh, und 300 Meter kommt der Halt. Bremsen! Jetzt haben wir 80, dürfen wir jetzt. Und gleich wieder 30. Oh, ach, der nee, bremst ja nicht ganz gut. Harbleck. Ah, oh, doch, der bremst halt vor mir. Gut. Jetzt ist dieses rote Mannequin immer noch links oben, obwohl ich da gerade schon abgefahren bin. Ist das ein Bug? Ja, es hat Susi ab und zu mal. Okay, gut. Alter, das ist ja wirklich hinter Dupfing, wo wir hier sind. Ich weiß nicht, ob ich vorhin gepfiffen habe. Ich mach einfach mal. Können sich ja die Anwohner beschweren. Oh, da gibt's auch schöne Videos. Wo sich Anwohner, wo es irgendwelche Beiträge, wo sich Anwohner über Pfeiftafeln beschweren. Die beschweren sich aber auch nur so lange, bis sie mal selber Zug übersehen. Dann beschweren sich komischerweise nicht mehr. Ja. Das ist bei uns ein normaler Spruch. Übersiehst einen Zug, bist du weg. Und wie war das? Thorsten 32, lass alles auf mich zukommen. Auch Thorsten 32 im Tunnel sieht drei weiße Lichter auf der eingleisigen Strecke. Nicht gut. Nicht gut. Oder so. Rinden auf den Friedhof, wie war das? So, 15,3. Das steigt aber gut für das, dass es so eine kleine Mulde ist hier. Der Lind hat ordentlich Power, der beschleunigt gut raus. Hat aber auch kein Gewicht, das Ding, ne? 15,6, 15,3, 20,8 kommen die 30. Da kann ich nur ein bisschen raufziehen. Aber ich habe trotzdem 4 Minuten Verspätung, es hilft nichts. Wo bin ich denn? 52? Ja, ich habe noch mehr. Bad St. Peter-Ording. Über Kilometer 15,3. Katharinenherd. Ich bin, ja, Garding. Ich bin, da bist du bei Harbleck, stehst du in Harbleck gerade, ne? Turning. Oder? Hä? Du stehst in Harbleck gerade, oder? Nee, ich bin schon am Fahren. Ich bin schon auf dem Weg nach Töning. Ach, und ich bin wieder zu schnell. Ich fahr. Du beschleunigst wirklich gut. Ich bin Kilometer 16,2 jetzt. Jetzt 16,4. Pfeiltafel, also, Pfeiltafel. Man sieht zweimal in der Kurve mal, wie ich auf 90 beschleunigt habe statt 80. Keiner gesehen. Ja, sieht man so wieder den Unterschied zwischen Lokführer und zwischen. Ja. Nee, weil ich halt mich aufs Pfeifen konzentriert habe und dann durchbeschleunigt habe. Warum pfeift man denn? Der pfeift da eh von alleine. Ja, aber das ist richtig pfeife. Sag mal, doch, er leuchtet. Oh, diese leuchten aber auch immer so spät, diese Dinger, Bahnübergang-Dinger, ne? Die fangen genauso ganz knapp an zu leuchten. Erst ja, das ist ja, das ist ziemlich, ja, es ist fraghaft. Also ganz ehrlich, in echt, da krieg ich immer das leichte Schwitzen untenrum, wenn das nicht rechtzeitig angeht. Ich meine, bei ICEs hast du es eh nicht. Das Bahnübergang, das man sieht, ist sehr, sehr selten. Und wenn der mal offen ist, dann ist er eh vorbei. Da ist der Drops gelutscht. Es sei denn, der wird irgendwie umgeleitet, ne? Ja, wenn Umleitung ist, dann kann es schon mal sein, dass ein BÜ sicher muss und so weiter. Das kann ruhig mal passieren. Alles schon vorgekommen, wie gesagt. Bei uns kann er wirklich immer... Aua! Pfeiftafel! Ja, und ich falle hier wieder wie ein Profi. Und noch eine Pfeiftafel! Oh, so viele Pfeiftafeln! Ich liebe es. Habe ich schon mal gesagt, dass ich gut mit der Notbremse anhalten kann? Hat es gerade gesehen. Schnellbremsung. Oder Schnellbremsung, nicht Notbremse. Entschuldigung, ja. Ich sag's mal falsch. Hey, ich hör mir an, wieder eine, wenn man Radlfahrer. Radlfahrer? Ich kenne nur hier Dings. Geisterfahrer. Der Brücke in Köln. Es passiert was. Der hockt bei dir hinten drin. Es passiert was! Da, 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 da. Oh, echt eine schöne Landschaft hier. Das macht wirklich Spaß. Hier muss die Welt aufhören. Das macht, also ich finde das so geil, kontrastmäßig, was man alles so hat in diesen Spielen. Wenn man jetzt hier lang fährt und dann irgendwie den nächsten Tag wieder ICE fährt hier im Spiel, also, ne? Ja, witzigerweise, früher, wo die Bahn noch kombiniert war, also quasi noch ein Staatsverein war, da konnten die Lokführer ja alles. Die hatten ja verschiedene Baureihen und es sind ja auch alles gefahren. Es ist immer Regio, es ist immer Fernverkehr. Na gut, Fernverkehr war mehr für die älteren Leute aufgedacht, für die erfahrenen Lokführer.
Aber du bist ja wirklich mal einen Tag rangieren, den anderen Tag Regio, den anderen Tag wieder rangieren, dann mal doch mal Intercity und lauter so Sachen. Dir wurde es nie langweilig, war immer was Neues. Okay, aber ich glaube, für die Sicherheit ist es schon besser, wenn du... Also, ja, Routine hat ja zwei Dinge. Routine kann entweder für mehr Sicherheit oder für weniger Sicherheit sorgen. Also für mehr Sicherheit einfach, weil du das Fahrzeug kennst. Du kommst aber, glaube ich, ganz schnell in so ein... Wie nennt das? Confirmation Bias? Ich glaube, es ist der richtige Begriff. Also, dass du einfach so gar nicht mehr drüber nachdenkst, was du machst. Und was manchmal auch nicht so sicherheitssuper ist, ne? Nee, also, weil ab und zu da bist du einfach wirklich in einer anderen Welt und dann bist du mit dem Kopf weg und denkst dir so, ja, das war jetzt nicht so super. Deswegen, sagen wir so, aber Routine, eigentlich ist Routine gut. Ich glaube, deswegen ist das Konzept, du fährst nur ECE, glaube ich, ganz gut. Ja, aber oder als Beispiel, ehrlich, oder du fährst nur Regionalbahn. Da kommt es ja auch wieder, dass mir nur ECE, also ich mache jetzt nur Bereitstellung, der nächste macht quasi nur hier Strecke. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, weißt du? Das musst du eigentlich gemischt haben, das ist ja das Problem. Stimmt, der Nachteil ist natürlich, du als Bereitsteller weißt relativ viel über die Fahrzeuge, erzählst mir immer relativ viel, und die Lokführer vielleicht nicht so viel. Also nee, über die Fahrzeuge schon, aber über die Fahrzeugtechnik, ne? Und dadurch kann man... Ja, ich bin halt technisch sehr versiert, also bei mir ist das Steppenpferd wirklich die Fahrzeugtechnik. Dafür kann der Streckenlokomotivführer mich betrieblich klein machen, wenn er sagt, ja, was war denn das nochmal, wenn das und das in der Kombination, da bin ich halt komplett raus. Klar, ich weiß es auch, aber wenn du 2 Jahre nur rangierst, dann fällt sowas gerne mal hin runter. Wenn ich auf Strecke gehe, muss ich mich wirklich auf den Hosenboden hocken und die ganze... Du fängst quasi nochmal an, den Beruf neu zu erlernen, jedes Mal, wenn du was machst. Das ist halt die Herausforderung. Ich sage, Lokführer ist nicht so easy, wie manche glauben, dass du ein bisschen, ja, drückst du mal 1-2 Knöpfchen. Aber ich glaube, die sich generell für Züge interessieren, ob jetzt laienhaft, also sagen wir mal die Laien, so wie ich, die wissen aber, glaube ich, schon die meisten, dass das, spätestens wenn man ein bisschen Simulator gespielt hat, dass das gar nicht so einfach ist. Und ein Simulator deckt ja nicht mal alles ab. Ne? Das ist ja... Boah, hier trotzdem, ich glaube, im Simulator kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, dass dieses ich drück mal 2 Knöpfchen nicht so der Wahrheit entspricht. Alter, wenn du hier drüber fährst, Alter, dann landest du aber im Moor. Ja, kriegt man den Zug da nie wieder raus. Dann wird der so in ein paar Jahrhunderten von irgendwelchen Archäologen ausgegraben oder so. Turning. Wups, jetzt bin ich mal in die SB gerutscht. Was bist du gerutscht? Ich bin gerade in die SB gerutscht, aus Versehen. Achso, ja, das ist mir auch schon. Ja, ich wollte nicht gar nicht, aber ich habe das Mausrad auf frei rollen. Und dann bin ich da butsch. Aber ich finde... Ganz ehrlich, ich fahre am liebsten den Zusi mit Kombihimmel, weil dieses Mausradfahren macht einfach so Spaß. Weil ich habe ja so ein Mausrad, was so ein bisschen einrastet, ne? Und das fühlt sich, also ich habe so ein Ding ja noch nie in der Hand gehabt, aber so stelle ich mir das vor, wie sich so ein Hebel auch anfühlt, weil die verschiedenen Raststufen, ne? Ja, gut, es fühlt sich ein bisschen anders an, ohne Frage. Oh, die Schranken gehen runter. Oh, cool, der Schrankenwärter da drin kurbelt, das ist ja voll cool. Man sieht den Schrankenwärter kurbeln da drin? Ja, der steht da drin in seiner Bude. Ah, oh, da freue ich mich schon drauf, das gleich zu sehen. Wo bist du denn? Bei Tönning? Tönning, ja, ich mach gerade schon Kopf. Oh, okay, ich bin noch sehr viel hinter, glaube ich. Ich habe, glaube ich, gleich eine Viertelstunde Verspätung, wenn ich so weitermache. 19.04, 20. Ja, ich habe ein rotes Signal, dann warte ich gerade auf dich. So, und 20.08 hatten wir. Na, ja, das wird ja auch angekündigt, wenn wir jetzt hier gleich 30 runter müssen. Na, blinkst du? Weh, du blinkst nicht. Blink, danke. Ja, die kommen sehr spät. Na gut, das ist so eine niedrige Geschwindigkeit, da geht es noch. Aber wenn du das mit 160 drauf zufährst, möchte ich das nicht live erleben, wenn das Ding kurz vor 5 Meter anfängt zu blinken. Ja. So, 30. Oh, das war ein bisschen viel Bremsung. Diesmal möchte ich gerne keine Gewicht kriegen, wie der beim letzten langsam. Ich bin auf jeden Fall wieder pünktlich, das ist schon mal sehr gut. Hat er hier auch eine Bremse? Aber cool, dass wir hier Kopf machen, selbst mit dem Zug. LOL! Was ist los? Kommst du gerade eingefahren in Tönning? Ich fahre jetzt gerade über den Bahnübergang. Ja, aber hier fährt gerade exakt ein Zug ein. Hier fährt gerade exakt ein Lind ein neben mir. Tja, das will ich auch. Na, ich. Also normalerweise sollte ich auf das Gleis fahren, wo du auch auffährst. Moin, Laban! Der Verspätete kommt auch mal. Ja, ich hab,
Ich habe dich gerade gegrüßt. Du bist ja gerade neben mir zum Halten gekommen. So, 30 cool. Ab hier. Aber komm, das war doch perfektes Timing. Du bist gerade perfekt neben mir zum Halten gekommen. Ne, ich stehe ja noch nicht bei mir. Ich bin ja gerade bei der 30er Stelle jetzt. Also. Ich habe noch ein bisschen. Ich jucke jetzt gerade mit 30 hier in den Bahnhof rein. Oh. Nur, dass es weiß, aus irgendeinem Grund hat mein OBS gerade kurz den Sound, mein Mikrofon mit aufgenommen. Ja, kriege ich rausgeschnitten. Muss er dann bloß, oder wenn, dann abgleichen, ne? Genau. Warum hat er das jetzt einmal gemacht? Arschkrampe. So. RB64. Dann rollen wir hier langsam ein. Bad St. Peter-Ording. Du bist auch links aufs Gleis gefahren, ne? Garding. Sandwile. Nächste Station. Alter, wo fahr ich denn jetzt hin? Das wirst du auch gleich sehen. Da fahrst du gefühlt auf dem Abstellgleis. Was ist das denn? Ach, Haartafel, da haben wir sie. Alter, wo fahr ich denn jetzt hin? Ich fahr ja doch die Walachei hier. Bisschen spät hinter der Haartafel. Ach, wir fahren jetzt geradeaus hier durchs Grüne? Ja. Also mir hat der jetzt schon Kopf gemacht gerade. Genau. Wir fahren jetzt voll durch die Walachei hier. Aber du fährst doch hinten, fährst du doch Strecke gesperrt. Du warst wahrscheinlich vorne raus irgendwo. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht hinten durch die Walachei. Keine Angst, ich bin nicht durchs Moor. Ich wollte gerade sagen, wo fährst du jetzt lang? Warum ist meine Ebola aus? Ich muss es neu eingeben. Okay. Das war derselbe Zugnummer, ne? 21... Genau, selbe Zugnummer, dann springt er da hoch, dann. 6-8, ne? Genau. 21-6-8. Nee, Quatsch. 211-6-8, ne? 21-1-6-8, ja. 20, okay, nochmal. Ja, 21-1-6-8. Wo ist die Kilometrierung? Das ist die nächste. Gib mir Kilometer, ich brauche Kilometer. 22-4. Damit wir 25 mal nix. Also bis jetzt können wir rollen. Jetzt fahren wir wieder die weite Paris. Oder soll ich links die Türen aufmachen? Irgendwie kann ich ja beide aufmachen hier. In der Station. Ich mache beide auf. Nächste Station. Genau. Karting. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte jetzt Haltewunschkasten. Da rollt bei mir auch der Gegenzug ein, der wahrscheinlich schon warten musste. Bei mir. Ich fahre. Nächste Halt ist Katharinenherd. Nee, Cutting. Ach, Cutting, stimmt, Cutting ist dann halt, habe ich übersehen. Ja. Also Bedarf ist halt, mein Freund. Wir haben Bedarf heute. Heute haben wir sehr viel Bedarf. So, dann. Ich habe Mitteilungsbedarf. Auf geht's. Ich erschrecke mal die Leute hier am Bahnsteig und pfeife einfach mal. Habe ich auch gemacht, um dich zu grüßen. Ich habe ganz vergessen, ich habe meinen Fahrplan gerade in Nachtmodus geschalten. Oh. Viel besser. So. Aber die Strecke ist wirklich cool, das kann man nicht anders sagen. So richtig. Lol. Wenn du nach unten guckst, Pfeil nach unten, dann siehst du unten das, auch das Ibis-System. Du könntest da auch Zugtaufe machen. Ach ja, stimmt. Ganz vergessen, dass es geht. Scheiße. Oh, jetzt fahren wir wirklich hier in die Walachei. Es sei denn, du kommst in die Walachei. Man möchte erst mal einen Falsch geleitet, aber das ist gewollt. Da können wir wieder DB Grünschnitt ans Ding. Ja. Jetzt hat er wieder das Mikrofon aktiviert. Ich könnte so kotzen. Okay, ich setze mal. Ich glaube, das ist irgendeine Taste, die du da auseinander drückst. Ich glaube, so spät pfeifen bringt auch nichts mehr. Und ich sollte ja auch nicht in den Pfeifteil pfeifen. Hallo, oh, ich war nicht. Hallo. Okay. Alles klar, ich hab's jetzt auf ein Mikrofon gesetzt, wo nicht angeschlossen ist. Okay. Wann ist denn die Zeit? 25.06. Ja, komm, dann ja, kommen wir noch ein bisschen. Ja, ich bin jetzt bei nächsten Halt und durch deine Mikrofonaktion habe ich jetzt fast einen Halt verpennt. Das war alles ein Plan. Ich muss ein bisschen stärker reinigen. Aber da ist ein. Das ist ein alter DB-Keks, der alte. Oh, alles easy, noch alles schön gehalten. Da steht eine Frau mit Einkaufstasche. Wo warst du denn hier draußen einkaufen?
Hat die direkt die Milch direkt von der Kuh, so in die Einkaufstüte. Einfach so. Ja, die Kuh hat die Einkaufstüte ausgeschissen. Ich sehe, was los ist. Deswegen frisst die auch Gras. Das ist Graspapier. Das ist diese lila Kuh. Die gibt mal so eine Einkaufstüte voller Milka-Schokolade. Boah, der ersten, wo ich kennenlerne, wo man sagt, Kühe sind echt lila, den klatsche ich eine. So, jetzt wird es ein Fahrtdienstanruf hier weiterfahren. Hier ist nicht das F. Den hast du ja keinen Zug von. Da gehst du nämlich an, noch wirklich an die Sprechsäulen, also an den F hin. Kurbelst du und dann kannst du einen Fahrdienstleiter kontaktieren. Ah, krass. Ja, da ist halt die Zeit stehen geblieben auf der Strecke, wa? Irgendwo. RB 64 nach Bad St. Peter-Ording. Irgendwas habe ich gerade gedrückt. Garding. St. Wiele. Tating. So, 25,6 Karting. Katharinenherd. 23,6 sind wir jetzt. Haben wir noch 2 Kilometer. Okay, ich glaube, ich habe gerade. Durch Drücken der Ü-Taste. Ja gut, das musst du selber rausfinden. Das sage dir jetzt nicht, was die Ü-Taste macht. Überbrückung? Ich habe keine Ahnung. Nö, viel lustiger. Meinst du, passiert was, wenn ich einfach die Ü-Taste drücke zwischendurch? Wenn du Ü drückst, passiert was, ja. Passiert irgendwas, was dafür sorgen wird, dass ich gleich eine Zwangse kriege? Nein. Dann mach es jetzt. Passiert bei mir nichts. Passiert nichts, keine Ahnung. Doch, da ist kein Antrieb mehr. Ja, bei mir beschleunigt doch noch. Vielleicht habe ich auch echt oft genug die Ü-Taste gedrückt. Ich habe sie mehrmals gedrückt. Oder war Stern? Das ist Plus daneben. Ich glaube, Plus war es. Was? Warte mal. Tatsächlich. Was ist das? Motor? Ja. Ah, okay. Hat die richtige Start-Stopp-Knopf wie so ein Ferrari. P. 25,2. Und wir gehen rein. Ich habe ein neues Wort für Trainspotter gelernt. Ich habe auch nicht gewusst, das Wort vorher. Schotterpaparazzi. Auch nicht schlecht. Also das Wort Schotterpaparazzi finde ich lustig. Ja. Nächste Station, Katharinenherd. Ausstieg links und rechts. Nächste Station, Katharinenherd. 27,8. Ja, also 600 Meter. Kann man ganz gemütlich bremsen. So, Türen auf. Jetzt habe ich mir mit dem Zug in die Kurve. Ich habe meinen Kopf gerade mit dem Zug in die Kurve geneigt. Wir sind echt auch mal einfach mit reinneigen. Stimmt, wir können ja mal so Abfahrtskontrolle. Ach, gibt's eigentlich irgendwie so eine Perspektive wie Abfahrtskontrolle? Ja, du musst nicht falsch nach rechts oder links drücken. Ach so, ja, genau. Gut, die Türen. Du musst hier vorn Bahn. Vorn. Was? Hier noch Pfeifhocke? In Bahnsteig auch nochmal? Willst du mich verarschen? Warum? Habe ich die Türen nicht zugemacht? Nee, ich habe die, weil ich doch. Okay, Pfeife am Bahnsteig. Das ist eine sehr interessante Platzierung für Pfeiftafeln. Katharinenherd. Ausstieg links und rechts. Hier müsste gleich über eine P-Tafel kommen. Bad St. Peter-Ording. Über Garding. St. Wiele. So. Katharinenherd. 16:08 Uhr. Sollte ich jetzt schon sein. Aber so viel Verspätung habe ich. Stimmt, wir haben ja auch gar nicht mehr so viel Verspätung, weil wir Kopf gemacht haben. Komm, ich leg mal den Hebel auf den Tisch hier. Aber irgendwie ist die. Ich finde, dass die Fahrt macht mega Spaß hier übers flache Land. Ja, ist echt lustig. 31. Ab Mini habe ich auch 2 Minuten 30 Verspätung, obwohl ich die Geschwindigkeitsbegrenzungen ausfahre. Sehr interessant. Der Fahrplan ist echt eng geschnitten. Das ist 28, so eine Strecke hinter Dupfing, ist der Fahrplan echt geschnitten. Oh, die Schild ist hier schief, lustig. Ja, wahrscheinlich, weil wir jeden Bedarfsheit mitnehmen und der Fahrplan vielleicht nicht dafür ausgelegt ist, dass jeder Bedarfsheit mitgenommen wird. St. Peter-Ording über St. Wiele. Tating. Weil wahrscheinlich hier in diesem kleinen Kuhkaff, der nur der Bauer Heinrich zusteigt und sonst keiner. Garding.
Ja, aber auch zum Beispiel wie zum Beispiel hier Katharinenherd, Haltepunkt. Da hast du eine Haltezeit von exakt 0. Sind wir gerade. Was hast du 0? Das habe ich gerade nicht so. Katharinenherd, Haltepunkt. Du kommst 16:08 an und sollst um 16:08 wieder abfahren. 0 Sekunden Haltezeit. Ja gut, hast ja auch nur zwei Türen, ne? Ist S-Bahn, passt. Ja, ich glaube, das ist auch bei der Bahn ist egal, ob du mit Verspätung machst. Das interessiert, glaube ich, keine alte Kuh, ne? Ja, in der anderen Richtung könnte es vielleicht wichtiger sein, wenn du dann Anschluss in Husum hast oder so. Wieso habe ich jetzt gedrückt, ich Idiot? 28.0, 28.4 ist der Halt, wir gehen in die Bremse. Da kommt die Tafel, die Haltepunkttafel. Normalerweise fängt man ab der Haltepunkttafel an zu bremsen, ne? Ja, die 50 kam jetzt überraschend. Nur so als Vorwarnung, die 50 haben keinen Ankündiger, ne? In der Ebola ja, aber sonst. Nee, auf der Strecke nicht. Ja. Das habe ich nämlich gerade verpennt. Ich habe die 50 gesehen und bin gerade voll in die Eisen gegangen. Streckenkunde. Ja, das ist Streckenkunde, sowas. Aber sowas hast du normalerweise eher selten. Nee, aber hier in diesen fahren ja auch selten Lokführer lang, glaube ich, die keine Streckenkunde haben. Ja, ich glaube, hier darfst du ohne Streckenkunde gar nicht fahren. Das fängt schon mal an. Ja. Nee, ich bin gerade über die 50 so drüber und überleg mal. Moment mal, das Schild ist weiß. Moment, das gilt sofort. Ich schulde schon wachsam, nehme. Halt, stopp, brems. Wie ist das? Ohne Streckenkunde darfst du doch nur eine bestimmte Geschwindigkeit fahren, ne? Ja, das darf ich leider auch nicht genauer drauf eingehen. Ach so. Falls jetzt über meinen Zug kapern. so, 28.4. Straßenbahn hatte ich ja vor kurzem irgendwo. Irgendwo war das doch, in Braunschweig oder so, wo so ein paar Jugendliche einfach mal eine Straßenbahn gekapert haben oder zur Stadt gefahren sind oder so? Ja, genau. Oh, ich glaube, der BÜ ist gestört. Ja, der ist gestört. Ja, der nächste BÜ ist gestört. Geil, ihr habt einen gestörten BÜ. Kann ich ja aufholen. Ist eigentlich, ich habe auch einen gestörten BÜ. Mein nächsten BÜ muss ich sichern. Wie cool ist das denn? Also, falls ihr jetzt Action sehen wollt, schaut mal. Gut, ihr habt ja beide Bilder hier rechts und links. Ne? Wie cool ist das denn? Ich darf einen BÜ sichern. Oh, die Haltepunkte haben das aber zerlegt hier. Hä? Ist die eingesunken ins Moor? Ja, die eine, wo Schepp steht, ne? Die steht so leicht schräg. Hä? Lol, links steht an der... Lol, der bewegt sich! Cool! In Garding ist links an der, schneidet gerade das ganze Gras. Wie cool ist das denn? DB Grünschnitt, oder was? Ja, DB Grünschnitt, genau. Sehr schön. Nach Bad St. Peter Ording. 31,1, wie war, wo viele Kilometer drehen sind wir jetzt gerade? 24, ja, wir müssen, glaube ich, 24. Ich kann noch ein bisschen beschleunigen. Sonst war gleich 50, aber ich will ein bisschen was aufholen. Wo letztes Mal war das auch keine gute Idee, wo ich dachte, ich kann ja ein bisschen beschleunigen. Und die sind ja unangekündigt bei 31,1 zu 50. Das heißt, da liegt auch kein Magnet vor. Ich fahre jetzt mal gesichert. Da wäre jetzt mal. Oh, okay, hat sich selbst gesichert. Alter, was ist denn hier los? Ein Telegrafenmasten hat es ja auch völlig zerlegt. Ja, es ist ein Moorgebiet, wa? Ja. Will nicht wissen, wie oft hier Gleise Gleisreparatur machen musst. Oh, und so. Schade. Ich habe die Head am Bahnsteig benutzt und die Head hat sich die BÜ gesichert. Er ist doch belastend. Mit 25 Eiern, weil ich ja natürlich die Beeinflussung hatte. Ach, 31,1. Ich gondel hier schon wieder rum. Musst du noch gar nicht gondeln. Hier sind 50 angekündigt. Doch, bei mir waren 50 angekündigt. Echt? Da war nee, das Schild gilt. Ab da gilt 50. Ob das weiße. Nö, ich bin vor 50. Hä, aber normalerweise sind die doch quadratisch, wo es gilt. Bad St. Peter Ording. Das war ein Dreieck. Ich höre nichts, ich habe nur Ansagen. Bad St. Peter Süd. Nächste Station, St. Wele. Bla bla, Blubberblasen bla, St. Welheim, ja, ich weiß Bescheid. Also, das war ein Dreieckschild. Mit 50. Ja, es gibt auch so hier. Es gibt
Zum Beispiel ZS3 ist ja auch dreieckig. Also gibt es auch Schilder, die dreieckig sind und ab da gilt diese Geschwindigkeit? Natürlich, natürlich. Okay. Ist hier 80? Ja, tatsächlich, hier ist wieder 80. Hotü! Auf der Walle Hü! Garding, gut, dann sind wir St. Peter-Ording, Haltepunkt. Ich glaube, dann fahren wir noch wieder zurück, aber ich wollen wir das auch noch wieder zurück. Nee, ne? Ich glaube, das reicht dann auch, wenn wir St. Peter-Ording sind. Zum Aussteigen bitte jetzt 16:27. Nee, das ist, glaube ich, die, ja, da sollten wir ankommen sein. Nee, weil der Fahrplan, glaube ich, sogar wieder zurückgeht, ne? Ach, hier ist ein A! Warum ist hier ein A? 32. Das kann ich dir auch gerade nicht sagen. Ganz ehrlich, das hat mir selbst in der Ausbildung, weil das hast du normalerweise nirgends mehr. Das ist halt uralt schon mittlerweile. Oh! Kein Licht. Habe ich mich verguckt? Der ist aus. Das gilt. Ah, jetzt habe ich eine Zwang. Ich hätte bestätigen müssen, dass der Bahnübergang nicht gesichert ist, genau, ne? Scheiße. Ich habe ihn erkannt, aber ich wusste nicht, dass man es bestätigen muss. Okay, interessant. Aber der Bahnübergang ist nicht zu. Ah, cool. Uff, vom Bremsen ist aber immer so komisch. Uff, der grinst so blöd. Grinst mich nicht so an. Ich habe nur den Grünschnitt-Typen irgendwie nicht gesehen. Naja, gut. Kommt der noch? Ja, der kommt in den Bahnhof. Boah. So, Bahnübergang nicht gesichert. Das heißt, wir fahren drauf zu und anhalten. Ich brech so ab. Was ist los? Bad St. Peter Süd. Ja, ich höre schon wieder bla 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 bla. So. Hotte Hü. Oh, Türen wieder noch offen. Hä, wieso? Welcher Bahnübergang war denn jetzt nicht gesichert? Hä? Jetzt komme ich irgendwo. Der kommt erst nach einem Haltepunkt vorne. Der wird dann gesichert, wenn du an einem Haltepunkt bist. Ah. Okay, interessant. Dann ist das ja wahrscheinlich Absicht, dass der nicht gesichert ist. Ja, wahrscheinlich schreibt das Regelwerk vor, dass es gesichert werden soll, weil er bestimmt einen Abstand zu diesen hat. Ja, aber wahrscheinlich wird es nie blinkendes Licht. Mhm. Wahrscheinlich der Lebtag nicht mehr blinken. Die Lampe funktioniert schon nicht mehr. Na gut, sowas wird ja kontrolliert. RB64. Aber nach Bad St. Peter über Bad St. Peter Süd. Nächste Station. Naja, wahrscheinlich fährt ihr, wenn hier mal in 10 Jahren irgendein Güterzug durchfährt. Warum auch immer. Mit einer Ladung Moor. Oder sowas. Keine Ahnung. Moor für so eine Moor-Packung, die du aufs Gesicht klatschen kannst, der das hier transportiert. Und der hier gar nicht halten wird an dem Punkt. Deswegen wird der wahrscheinlich. Der muss das dann sichern. Ich kann es dir nicht sagen, weil ganz ehrlich, das übersteigt selbst meine Kompetenz. Ja. Bin ich ganz ehrlich, das übersteigt meine Kompetenz. Normalerweise habe ich nie Probleme, aber ganz ehrlich, das übersteigt echt meine Kompetenz. So. Na gut, ich habe nur mal, ihr wisst, Leute, ich habe eine 12-Stunden-Schicht hinter mir, ich kann ein bisschen mal Fritt in der Birne sein. 32, BÜ, Kilometer 32031, ET. Das muss man auch sagen, weil ich habe wirklich 12 Stunden heute durchgehend geschuftet. Und übrigens, das, was wir vorher gesehen haben, diese weiße Tafel, ne, ist ein LF4. Eine Geschwindigkeitstafel, eine DS301. Okay. Ja, LF4, ganz ehrlich, habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Nächste Station. Ja, ist wahrscheinlich in Deutschland wahrscheinlich auch noch kaum noch vor. Ja, das Problem ist, LF4 ist DS, DS-Signalsystem. DS? Ja, warte mal, ich muss mir kurz auf den Haltepunkt konzentrieren, dann kann ich dir genau erklären, was das ist. So, ist jetzt hier die Schranke unten oder nicht? Ich kapiere es nicht. Der sollte noch gesichert sein, also blinkt nur, ne? Ja. Okay, also ich hoffe, dass er jetzt gesichert ist, keine Ahnung. Ich roll langsam noch rüber. Ich hab gepfiffen. Fahr drauf zu, wenn die Schranke nicht unter 20 bist, die ganze Zeit sichern. Obwohl, der ist gesichert und die hat, da dürfte normalerweise nichts passieren. Oh, Pfeiftafel. Nee, fahren wir hin und guck die Schranken, wenn sie oft. Ich muss bremsen. Da waren, glaube ich, keine Schranken, aber ist in Ordnung. 50 fahren wir. Nee, da vorne kommt ja noch einer. Ach, kommt noch einer. Das war nur ein Überweg. Der eine Bahnübergang kommen wir da vorne. 32 haben wir hier noch einen. Ja, der blinkt, der ist zu. 80. Gut, der ist zu, wir dürfen auf 80 hoch.
Wie gesagt, hier brauchst du echt Streckenkunde. Das ist eine Strecke da. Ohne Streckenkunde hier ist nichts. Nein, warum? Ach, Wechselblinken. Ja, ich bin doof. Ja. jetzt stehe ich direkt vom Badeübergang. Jetzt geht die Schranke gleich wieder hoch. Jetzt musst du sichern. Jetzt muss ich sichern. Ey, das ist ein Chaos hier. Sehr gut. Aber was war's? So, dann. Okay. Und nur, dass du es weißt, die. Oh, ach, Türwahlschalter. Bah, jedes Mal dieser. Bah. wegen DS und DV. DS 301 ist alte Bundesländer und DV 301 sind neue Bundesländer. Mhm. Also quasi DS ist die alte Vorschrift, DV ist die neue Vorschrift. Deswegen, das Signalsystem hier ist natürlich. Altbaubahn, ne? Da kannst du dir ja vorstellen, was hier verbaut ist. Und ich denke mal schon, warum kenne ich denn das nicht? Ja, du kannst ja auch nicht, brauchst du ja nicht. Das muss ja nicht alles kennen. Nee. Und ich eigne mir nichts an, was ich nicht brauche, weil ja. Ich hab das nicht. Vor allem, ich verwirrt ja nur, glaube ich. RB 64. Warte mal. Nach 32.0. Bad St. Peter-Ording. Nächste Station. Ich glaube, da habe ich schon gefahren. St. Peter Süd. Bei DS 301 kommt zum Beispiel vor Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saal, Baden-Württemberg und Bayern. DS 301. Und DV 301 ist halt oben bei die Ossis. Und da kommt es vor. So. Kilometer 32,8. Hier steht was mit BÜ, Kilometer 32,031 ET. Was bedeutet das? Hast du das? Hä? Hier steht bei mir eine BÜ, steht bei mir in der Ebola. Warum steht da eine BÜ in der Ebola? Ach, hier ist ein Halt! Ist das St. Wehe? Ist das der Halt hier? Ja gut, das war eine Schnellbremse. Also ich weiß nicht, ob wir hier halten sollen, aber doch, das ist St. Wehe. Ach, ich hab mich verguckt. Eins habe ich drauf heute, mit Schnellbremsung zu bremsen. Zweimal mit Schnellbremsung, aber genau auf den Punkt gebremst. Sind zwar Leute hinzugeflogen, aber fast. Nee, ich muss mich nicht korrigieren. Ja, doch. Hä? Moment. Ich sehe wahrscheinlich jede Pfeife, also pfeife ich mal schnell. Weil ich nebenbei gerade was gucke. Ja, pfeif halt noch länger, ne? Der pfeift ewig, ne? Ja, 4 Sekunden halt. DV. Nee, jetzt weiß es doch. Hä? Hab ich jetzt was gesmoked? Leute, 12-Stunden-Schicht, ne? Jeder, der mal 12-Stunden-Schicht hat, weiß, wie das ist. Ich glaube, ich habe gerade echt was gesmoked, weil LF4 gilt doch für mich. Ich hab... Hä, Moment mal, halt, stopp. Hä? Bin ich jetzt... Ach, deswegen. Ah, ich bin blöd. Okay, Moment mal. Halt, stopp. Wir müssen differenzieren. LF4 in DV 301 sieht anders aus als das LF4 in DS 301. DS 301 hat die Kennziffer einfach und DV 301 die Kennziffer voll ausgeschrieben. Also 50 ist 50 und bei uns ist 5,5. Also das Signal ist überall geltend. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mein Lebtag, das ist eine Pfeiftafel. Ich bin wahrscheinlich jetzt an einigen Pfeiftafeln vorbeigefahren, ohne dass ich gepfiffen habe. Entschuldige ich mich jetzt mal. Warte mal. Ich mach wieder Ansagen. Oder auch nicht. Na gut. Nee, weil ich habe jetzt die ganze Zeit nachgeguckt, weil ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher, weil ganz ehrlich, also entschuldigt mir Leute, ich rangiere seit 2 Jahren. Oh. Wow, brems. Interessant, den BÜ musst du selber sichern. Wo? Kurz vor, noch vor Tatting? Tatting, ja. Oh, da kommt noch meine Landzeugfahrstelle. Uff, brems die Bremsen. Hätte ich da pfeifen sollen?
War da irgendwie was? Ich hoffe, ich habe keinen Bahnübergang, über keinen Bahnübergang rübergesaust, würde ich nicht rübersausen. Ah, jetzt ist er gesichert. Herzlichen Dank für nichts, ne? So. 35,8 P. Bad St. Peter Süd. RB64 nach Bad St. Peter Ording. Ach ja. Da vorne steht vor uns übrigens, Leute, auf der rechten Seite seht ihr jetzt ein LF6. Bedeutung, ein LF7 ist zu erwarten. Also Kennziffer 3, das heißt, vollkommen gleich checken mit ganz so mit 30 km/h. Und wie gesagt, ich muss mich wie gesagt korrigieren mit LF4. Ich kenne es, ja, ich muss das Signal auch kennen. Aber ganz ehrlich, wenn es schlagartig bei dir kommt, dann weißt du es ja. Aber wenn du das nie fährst, das ist wie im Straßenverkehr. Wenn du mal, du lernst Verkehrsschilder, siehst du dein Lebtag vielleicht noch einmal. RB64. Und dann kommst du hin und denkst dir, Bad Moment, was war das? Nächste und ist es dann schon gekommen? Wie gesagt, es ist ja nichts Schlimmes. Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Maschinen. Ach, alles gut. Ich meine, wo sollst du das wissen, wenn du in München rumrangierst? Wissen müssen wir das schon. Als Lokführer muss ich ganz ehrlich sagen, man muss das wissen. Ja. Aber, und da kommt der Punkt wieder, Mut zur Lücke, wenn man was nicht braucht, weil man das zum Beispiel nur auf Nebenbahn hat, weil du wärst ein LF4 nirgendwo, garantiere ich dir, in unserem Hochgeschwindigkeitsnetz wird da garantiert nicht ein LF4 irgendwo stehen. Nächste Station, Bad St. Peter Ording. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste... So, hinter Tattingen hattest du eine Langsamfahrstelle, ne? Die Regionalbahn Schleswig-Holstein bedankt sich für ihre Mitfahrt und freut sich darauf, sie bald wieder in Genau, aber ich habe jetzt hier schon 30, begrüßen. Ich fahre nicht schneller als 30, ich bleibe bei 30. So, ich weiß sogar, pass mal auf. Ohne nachzugucken, ich sagte jetzt LF, könntest du das gerne kontrollieren, LF4, könntest du gerne die Bedeutung kontrollieren, aber in DS301, also hier in unserem bayerischen, also in älteren Signalsystem, da 25 überwacht. Bald brems. Noch ein Stück. Gut. Alles, keine Panik auf der Titanic. Oh, das ist die Anfangsscheibe. Hier ist 30. Ladida. Ja, wo war ich denn jetzt? Ah ja. DS301 für das LF4. Ich sag das jetzt auswendig, aus dem Kopf wohlgemerkt. Das ist jetzt 2 Jahre her, die Ausbildung, ne? Oh, Alter, hab ich mich jetzt verjagt? Ich wollte gerade anfangen und der Zug... Hab ich mich jetzt eingeschissen? So war ich jetzt, genau. Ich gebe mir jetzt keine Ahnung, ich soll mal rollen, um mich dazu zu konzentrieren. Also, LF4, Geschwindigkeitstafel. Bedeutung, es folgt eine ständige Langsamfahrstelle, auf der die gezeigte Geschwindigkeit nicht überschritten werden darf. Ach, so. Deswegen war das dann A vorhin. Das A war der Anfang der Langsamfahrstelle. Ja. Die war ständig. Ah, okay, da gibt's denn. Ja, siehst du, wenn man sich das Signal wieder im Kopf hat, dann kommt's. Wie gesagt, wir wissen das alles. Es ist halt wie beim Autofahren. Es dauert ein bisschen, bis es wieder kommt. Es dauert alles ein bisschen. Aber wenn es mal wieder da ist, dann wisst ihr es wieder. So. Wie weit haben wir denn noch bis St. Peter-Ording Süd? Wofür steht denn das US da? Muss mir die Ebola mal wieder ein bisschen erklären. Das US und der Pfeil nach links, wofür steht das? In der Ebola? Hä? In der Ebola, das US und der Pfeil nach links, wofür steht das? Ganz ehrlich, US habe ich auch noch nie gesehen. Da bin ich ganz ehrlich, Mut zur Lücke, das habe ich auch beim Ebola-Kurs nie durchgenommen. Weil, wie gesagt, da wo wir fahren als Fernverkehr, gibt es sowas nicht. Und NE2? Ja, NE2 heißt, dass da allein stehen NE2-Tafel. Ah, das okay. Heißt, NE2-Tafel musst du immer von Halter warten ausgehen. Also fahren auf Sicht, sozusagen. Nee, fahren auf Sicht ist es nicht, nein. Okay. Du fährst ganz normal wie auf dem Haltzeichen-Signal. Ah, okay.
Da ist der 500er? Ja. Ich muss mich gerade ein bisschen an den Bildschirm ranbewegen, da steht eine Dame. Bleibst du weg? Sei brav, Mädel. Ich wollte gerade sagen, so gut sehen die Damen in Zuse jetzt aber nicht aus. Ah, gut. Das ist ZS3, Kennziffer 3. ZS3, Kennziffer 3, nur für euch mal zu wissen. ZS3, Geschwindigkeitsanzeiger. Die durch die Geschwindigkeit, die durch die Kennziffer angezeigte Geschwindigkeit darf vom Signal ab in anschließenden Weichenbereich nicht überschritten werden. Warum das ich weiß da, ich auswendig. Warum habe ich da jetzt eine Zwangsinn gekriegt? Ich weiß, dass der Bahnübergang nicht gesichert. Oder war der Bahnübergang schon? Bin ich da gerade über den Bahnübergang gesaust? Ich dachte, der kommt. Na ja, gut, vielleicht hätte ich. Muss man vor dem Signal stehen bleiben, wenn das aus ist, das Licht, ja, ne? Nein, da musst du beschädigen wieder. Habe ich eigentlich gemacht? Egal, gut. Ich weiß nicht, ich guck aber mal hey, ganz kurz in die Kamera. Bist du jetzt nicht gerade stolz, dass ich das einfach mal aufgesagt habe hier? Ich bin unglaublich stolz, ich konzentriere mich nur gerade auf meine Schalten zu machen. Also, wenn ihr euch wundert, warum ich hier gerade so schleiche. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Punkt kommt, wo die. Irgendwo muss hier ein Haltzeichen sein oder SH2. Irgendwas muss hier kommen. Ah, da vorne ist ein Prellbock, ich sehe ihn. Echt jetzt? Ja, also da war das Licht. Da vorne ist ein Prellbock. Das Licht war nicht an, das heißt, wir werden ihn sichern da vorne. Oder er ist ungesichert, ja, wir werden ihn sichern. Und das kommt dann, da ist noch ein zweites. Cool. Ich bin am Ende. Alter, ganz ehrlich, das ist auch hinter Tupfingen hoch 3 hier. Ah, es macht Spaß, das Tupfingen hoch 3. Ich fahre gerne regionalere Strecken und das ist halt wirklich das Regionalste vom Regionaleren, was es gibt. Ich glaube, was Abgelegeneres an Bahnstrecken findest du schwerlich. So. Ach, deswegen ist er wieder nicht gesichert. Das ist wieder so ein Ding mit dem Bahnsteig und dann. Ah, okay. Dreimal im Fall finde ich bitte. Ja, da war ich abgelenkt. Sorry, Spiel. Ne, ich werde keine hohe Prozentzahl kriegen. Ich werde hier. Nein, das war wieder. Ich habe Bahnübergänge nicht gehalten. Null. Optimal. Also habe ich alles richtig gemacht. Optimal. Ich bin mal gespannt, was von hier nachher steht. Ergebnis 0,0%. Ja, herzlichen Dank für nichts, Susi. Hast du etwas Schummelfenster aufgehabt? Nein, keine Ahnung. Bei mir, ich hab mich echt gewundert gehabt, was das Schummelfenster ist. Aber das ist eine komische Anzeige, ne? Dich. Ja, das sieht man genau, wo ich erklärt habe. Weil da, wo ich gerade erklärt habe, habe ich dreimal Pfeifen vergessen. Und da war die 50, genau. Da war die 50, wo dann so. Ho! So, der Bahnübergang ist aber gesichert. Ich höre das. Hier ist jetzt auch das Anzeichen, dass es gesichert ist. Wo waren die 50? 40. Wo waren die 50? Junge, Vorbild. Ah, ich muss meine. Scheiße, man sieht meine gar nicht. Warte mal, jetzt sieht man meine. 50, wo waren die 50? Ich will das jetzt wissen. Hier, Streckengeschwindigkeit 50. Hä? War ich drunter? Oh, 30. Da waren 30. Ach, hier war's. Da waren die 50. Ne, da waren 30. Das hat aber gepasst. Da habe ich schön gefahren. 50. Ich muss dir gleich hier mal. War's. Wenn ich da bin, muss ich dir gleich mal über Discord meine Auswertung mit rüberschicken, dass du die auch mitsiehst. Das wird witzig. So, 41,4 sind wir. Das war dann 50er-Signal, ne? Hä? Ich war doch nicht drüber. Hä? Bin ich jetzt blöd? Da ist die 50er-Kmh-Linie. Nee? Ey, ich hab keine Geschwindigkeitsübertretung. Sehr schön. Ich hab doch alles richtig gemacht. Was laber ich denn für eine Scheiße? Ich hab da alles richtig gemacht. Hier ist ein A, wofür steht das? Also ich weiß, wofür das A steht, aber warum krieg ich schon wieder eine Zwangse? War doch nicht so schnell. Oh. Ach, weil da der Haltepunkt gekommen ist, was war ich denn da?
Da war ich je unter 50. Ah, da habe ich abgebremst, genau. Da war ich Streckengeschwindigkeit. Da kam die 50. Ja, ich habe doch noch rechtzeitig gebremst auf die 50. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich hoffe, dass ich nochmal irgendwie ankomme, ja. Ja, wie gesagt, liebe Leute, wo draußen zugucken, nur mal das Info. Lernt mal selber 315 Signale auswendig und habt dann mal Signale, die wo ihr einen Lebtag noch nicht gesehen habt. Die vergesst ihr nach der Ausbildung, aber sehr schnell. Besonders, wenn sie nur rangiert. Wie gesagt, bei mir wird es jetzt so sein, wenn ich jetzt auf Strecke gehe, ich werde mich jetzt dann nochmal hinhocken und alle Signale nochmal durchgehen und auswendig, weil was ich mal gemacht habe, das ist ein guter Tipp für Anfänger, für euch da draußen, ne? Wenn ihr mit der Eisenbahn anfangt. Macht euch Domino. Wie ist es, wo du Karten, zwei gleiche Karten aufdecken musstest? Vielleicht bin ich aber auch blöde. Wie hieß denn das nochmal? Memory! Danke, ja. Ja, Alter! Memory, wo man nicht dran denkt. Ha! Entschuldigung. Der war jetzt auch wieder flach. Ja, ich weiß. Ihr habt ein eigenes Memory-Set gebaut. Ihr habt die 113 Signale alle aus dem Signalbuch kopiert, rausgemacht, gedruckt und habt die dann auf den Tisch gelegt. Und dann habe ich die hingelegt, zwar immer zwei gleiche. Und wenn ich die zwei gleichen gezogen habe, also quasi Memory-Cards gemacht habe und habe zwei gleiche, dann habe ich die Bedeutung, also quasi die Benennung und die Bedeutung dieses Signals aufgesagt und habe die dann in der Liste verglichen. Wenn ich es richtig hatte, habe ich mir die auf Seite gelegt und das habe ich für 10 Minuten gemacht pro Tag. Und wenn ich umso viel ich richtig gehabt habe, habe ich mich dann quasi selber belohnt, zum Beispiel ein Eis oder kommt darauf an, wie viel. Also quasi lernst du spielerisch die Signale. Ich bin so unfähig gerade. Ich komme eigentlich vielleicht auch nochmal an. Das werde ich auf jeden Fall dann auch machen. Also dann, wenn ich jetzt auf Strecke gehe, werde ich die Signale wieder hinlegen und dann mache ich das wieder spielerisch, weil garantiere es euch, in 2 Jahren Bereitstellung und in 2 Jahren Rangieren, boah, was da alles hinten runterfällt. Boah. Dafür kriegst du aber nochmal eine Auffrischung. Also bevor ich auf Strecke kriegst du eine komplette Auffrischung quasi. Ist halt alles nochmal hergeholt, weil es ist ja nicht weg. Das Wissen ist dann da, wie es sieht. Ich bin drüber gefahren, hab sofort gewusst, was dieses Signal bedeutet. Ich hab sofort bremst, sofort reagiert. Und ich konnte dann auch sagen, ja, das gilt sofort. Die Signalbedeutung ist bei mir nicht gleich gekommen, weil ich erstmal überlegen musste, weil das Signal habe ich meinen Lebtag noch nicht gesehen. Aber sie kam noch, also, ja. Jetzt höre ich mir auf, mich selbst zu verteidigen, weil ich brauche mich gar nicht selbst verteidigen. Brauchst ich du weiß, echt was ich kann. Alles gut, alles gut. So. Das ist immer so heikel, weil Leute immer so, guck mal, da kann die. Ach, lass sie doch labern. Ha! Labern! Labern, ja. Oh Gott! Da wachsen mir gleich Pickel am Arsch. Ich hatte früher mal ein Format, was ich immer vorhat, dass es labern labert, aber. Aber eigentlich tue ich sonst auch nichts Sinnvolleres. So. Jetzt 30, jetzt will ich hier auch ankommen. Warte mal. Warum? Ich hab doch. Wie soll ich denn das bestätigen? Was ist denn hier los? Warum kriege ich alle 2 Meter eine Zwangse? Oh, das ist das Ende der Folge, musst du dir anschauen. Ich jeden Meter irgendwie nur Quatsch und. Wenn das, was du hier mal machst, ich muss bei mir was zeigen, was irgendwie pädagogisch wertvoll ist. Und ich mach mit für den Scheiß verantwortlich. Ich mach mal was pädagogisch wertvolles. Ich mach mal hier. Ist eigentlich ein gutes Konzept, ne? Was ist denn? Das ist aus. Okay, gut. Das ist eigentlich ein gutes Konzept. Du machst das sinnvoll und ich mach hier den Scheiß. So. Na gut, ich hab jetzt gerade ein Please Stand By Technical Difficulties YouTube-Video gemacht. So, wir kommen noch an. Ich bin jetzt 500 Meter vor dem Halt. Also alles gut. Was haben wir denn für eine Verspätung eigentlich? 39 sollten wir ankommen? Ja, 12 Minuten. Oh, weißt du, was ich am mach? Ich glaube, da kriegen wir Probleme. Nee, kriegen wir nicht. Da ist St. Peter-Ording. Wie war denn das? Ach, genau. Da hinten ist ein 10.000 Hertz Magnet, oder wie ist das? Der Prellbock? War das?
Da ist die Haartafel. Und die Leute stehen hier mit ja, verschreckten Armen. Kann ich verstehen. Ich habe nämlich 12 Minuten Verspätung. Ich bin da. So, jetzt mache ich den mal ganz kurz über... Warte, Discord. Bildschirmübertragung. Wo siehst du das jetzt? Da. Ich habe dir mal ganz kurz meine Auswertung angemacht. Dann können wir das mal zusammen gucken, was ich hier gerade veranstaltet habe. Zweimal nicht bestätigt, ja, okay. Abfahrt ohne Auftrag, einmal. Zwangsbremsung, SIFA, eine. 6, Zwangsbremsung, Zugsicherung. Profi. Nelly, das war, ich habe gefühlt 5 davon in den letzten 2 Minuten kassiert. In den letzten 10 Minuten kassiert, also. Schlechter Fahrstil, 9 Mal. Ja gut, das waren meine Megabremsungen. Türfreigabe. Ach, ich... Aber warum denn immer Türfreigabe vergessen? Ich habe die Tür doch freigegeben. Ich hatte in... Warte mal, wie viel Türfreigabe ich gehabt? Abzug V-Max-Überschreitung, 35%. Ja. Türfreigabe hatte ich 4-mal aus irgendeinem Grund. Wo hier, siehst du meine Kurve. Alter, wie ich hier gestichen bin am Anfang. Und, ja. Irgendwie nie Geschwindigkeit ausgefahren, ne? Habe ich das Gefühl. Alter, da warst du aber richtig drüber. Ja, ich war zweimal richtig drüber. Da war ich bei 90 statt 80. Wo ist der 50er? Da ist der 50er. Du hast ihn aber auch gesehen. Ich hab eine Zange gekriegt dabei. Ja, so stimmt, da war ja was. Also gesehen habe ich ihn tatsächlich. Ich habe ihn nicht übersehen. Wenn man mit 60 durch den 50er durchfährt, wo man dann gewischt bekommt. So. Ja. Gut, das war so semi-erfolgreich. Ich würde sagen, diese Runde Lavan vs. Lokführer geht wie immer an den Lokführer. Egal. Aber es hat Spaß gemacht. Dir auch, Janne. Die Fahrt. Ich meine, die hinter Dupfing Bahn fahren hat Bock gemacht. Ich fand das total cool. Ich fand das total schön, auch so die Landschaft, die total flache Landschaft durch die Gegend zu fahren. Und. So. Ha! Lava steht auf Flachland. Nächstes Mal fahren wir wieder durch die großen Berge. Die mag ich nämlich auch. Egal, was. Nächstes Mal fahren wir 2018, mein Freund. Müssen wir eigentlich wirklich mal machen. Okay. Weil 2018 meinte ich bodenreif, du. Du hast mich doch jetzt gerade schon bodenreif gemacht. Wie viel bodenreifer willst du mich denn sonst noch machen? 2018 ist richtig, da gibt's einen Lauf. Ja, okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.